Hi Leute und herzlich willkommen wieder hier beim Beatnerd Berlin mit mir Desart und heute schauen wir uns weiter natürlich unseren K-Pop-Track an, wobei ich langsam zum Ende kommen will. Viel ist ja nicht mehr, weil ich meine, wenn wir einmal das ganze Grundkonzept aufgebaut haben, dann wiederholt sich ja vieles davon. Aber es ist noch ein bisschen und ich merke, oder ich habe überlegt, so was mache ich eigentlich mit dem Beat? Ich mache ein bisschen hier das Licht wieder runter, sonst knallt es mich hier weg. Ja, ich denke mal, was passieren wird, ist, ich werde den nicht offiziell rausbringen, aber ich werde ihn ein paar Leuten anbieten und ich werde diesen Beat an sich nochmal bei BeatStars anbieten zum Verkauf, weil ich gemerkt habe, der passt nicht in meine Playlist. Also ich finde ihn cool bisher und ich denke mal, er wird auch am Ende cool, aber er passt einfach nicht in meinen Style, wenn ich ihn unter Desart rausbringe, weil das ja doch eher in Richtung EDM, Elektropop geht und das ist halt was relativ anders. Also, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich dann doch eher den Beat verkaufen, weil das ja doch für einen Rapper und sowas auch passen kann. Ansonsten, ich war gestern wieder im Studio, da haben wir einen ziemlich geilen Tag gemacht. Es ging um Songs kreieren oder Demos kreieren für eine Disney Plus Produktion für drei Artists. Ich bin mal gespannt, wir haben ein paar Songs abgegeben und hoffen, dass wir jetzt genommen werden und dass sie sagen, ey Leute, wir wollen mit diesen Songs weiterarbeiten oder mit diesen Beats besser gesagt. Schauen wir mal. Was ich aber gemerkt habe, wir haben ja alle meine Beats, die ich hier so erstelle, im Studio gespielt und da habe ich doch schon einen großen Unterschied gemerkt zu dem, was ich hier höre und zu dem, wie das dann klingt, wenn man dann im Studio ist, das komplett abgemessen ist und. Also da ist noch ein bisschen was zu tun tatsächlich. Da muss ich mal gucken, ob ich die Boxen nochmal vielleicht einmesse oder ob ich, ob ich mich immer, wenn ich so Mixings mache, fertige Mixings, ob ich mich dann ins Studio einmiete, weil man doch einfach anders hört. Wir schauen mal. So, wir sind jetzt aber in unserem Projekt wieder, in unserem K-Pop-Projekt. Kaffee ist am Start. Und wir werden heute mal hier weitermachen. Wobei, das könnte sein tatsächlich, dass mein letzter sozusagen offizieller Ausflug in den K-Pop ist. Denn ich mag die Mucke, ich mag die Art. Aber tatsächlich merke ich doch, dass ich nicht weiß, was der Output von dem Ganzen sein wird. Also ich mache ja immer gerne entweder praktisch dann für mich Sachen, wo ich sage, ey, das wird auf meine EP rauskommen. Ich muss ja noch ein paar EP-Songs machen. Ja, der gehört nicht dazu. Oder ich mache Beats zum Verkauf über BeatStars. Das ist auch noch eine Option. Aber hier ist es halt so schwierig. Naja, also wie gesagt, das ist jetzt im Moment so ein Projekt, was ich gerne einfach für mich mache. Was daraus wird, weiß ich noch nicht. Okay. Wir hören wieder mal rein. Ich will noch mal reinkommen in das Ganze. Ich finde den Anfang ganz cool. Wahrscheinlich, was wir heute machen werden, ist, wir werden das Ganze mal runtersetzen und ein bisschen mixen, weil ich merke, dass meine Tools mittlerweile nicht mehr so richtig funktionieren, weil es einfach übersteuert ist. Ja. Hören wir mal kurz rein. Erste Strophe bis zum Rap-Break. Den müssen wir eh nochmal komplett machen. Schauen wir mal. So, jetzt wollte ich aber die Stimme mit dabei haben, natürlich. Also nochmal von vorne mit Stimme. Also wie gesagt, ich finde, es klingt schon ganz cool, hat auf jeden Fall einen bestimmten Style. Mal sehen, ob unser Reference hier an ist. Ja, ich will mal gucken, ob wir es hier haben. Bei mir kommt es vor, als wäre der Bass ein bisschen dick. Ah, natürlich, weil wir das nicht drin haben. So, nochmal. Also ihr werdet das wahrscheinlich nicht so sehr hören wie ich. Aber wenn ich das Reference nicht anhabe, sind ja meine Boxen nicht eingemessen.
Und das sind 10 Zoll Speaker, viel zu groß für diesen Raum. Und dann wummert der ganze Bass hier im Raum und man hört halt mehr so eine Art Bass, ja, so ein Bass-Flansch als irgendwie wirklich einen schönen warmen Bass. Ja, deswegen eingemessene Einlage ist auch nicht die Masterlösung für das Ganze, aber es klingt auf jeden Fall viel, viel besser, weil der Bass einfach gebändigt wird. Das kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Jetzt wird es auch alles leiser, werdet ihr gleich merken. Oder er spielt gar nichts. Das ist auch natürlich die Möglichkeit. Also zumindest ich höre nichts. Normalerweise wäre das jetzt hier so, wobei ich gucke mal, ob ich den, ich glaube, ich muss den nochmal hier umswitchen. Wir schauen einfach mal. Ja, das ist immer ein bisschen tricky, doch ist alles eigentlich da. Eigentlich ist alles da. Ich würde sagen, dann öffnen wir das K-Pop-Track-Projekt nochmal. Speichern können wir haben ja nichts gemacht, aber ich will trotzdem an der Stelle bleiben. Und zwar nochmal zum Sonarworks Reference. Es geht darum praktisch, dass mein Frequenzgang der Boxen so aussieht. Ja, also es ist praktisch ohne Sonarworks. Das heißt, das ist rechte und linke Box. Und man merkt, hier sind zu viele Höhen, zu viel Tiefen, zu viel Tiefen. Ja, in den Höhen finde ich geht das. Also hier hört man es auch nicht. Wenn ich das anmache, hier merkt man fast gar nichts. Aber auf jeden Fall in den Tiefen, da merkt man schon dieses Wummern. Ja, und das kommt hier bei den Peaks extrem krass. Wenn ich das jetzt anmache, dann baut er ein EQ rein, der dagegen wirkt. Ja, also praktisch der EQ macht hier ein bisschen runter, hier auch ein bisschen runter, hier auch ein bisschen runter, hier auch, hier ein bisschen höher und hat dann im optimalen Fall so einen Frequenzgang. Ja, ob das jetzt so wirklich ist, sei mal dahingestellt, aber es klingt auf jeden Fall ein bisschen besser. So, jetzt höre ich aber trotzdem nichts. Das ist natürlich nicht so geil. Mal sehen, vielleicht mache ich den nochmal aus und an. Aber ja, deswegen, was ich halt auch nicht so gerne mag, ist, dass das alles manchmal nicht funktioniert. Ja, nichts gegen System Sonarworks, aber manchmal ist halt, dass ja, alles ist eingestellt und trotzdem. Oh, jetzt geht's. Mal sehen. Ja, viel besser. Ja, aber ich merke halt mit jedem Kick, ihr seht hier, wir sind hier über 6,9 dB, das ist viel zu viel. Also, das heißt praktisch, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal. Wir gehen mal an die Drums und zwar nur an die Drums und müssen die einfach jetzt erstmal bändigen. Ja, hier alles viel zu viel. Ja, hier sind wir auch schon. Und wenn ich jetzt nämlich den Shadow Hills anmache, der soll ja das geil machen, aber ja, man merkt, die Kick ist komplett weg. Also oder fast weg. Die ist gar nicht mehr richtig da, weil das einfach schon komplett übersteuert ist und der natürlich damit mit diesem Signal arbeiten muss. Also, es bedeutet. Wir werden das so ein bisschen vormischen. Ja, also die Kick darf auf jeden Fall runter. Ich überlege gerade, ob wir das Ganze mal runternehmen oder ja, wahrscheinlich. Wobei, wir machen es mal anders. Wir machen es mal anders. Wir packen die Kick wieder auf 0. Nehmen mal alles mit. Das ist ja praktisch, hier ist unser kompletter Bereich. Und ich glaube, wir haben keine Automation im Volumen. Wichtig ist, wenn ihr jetzt Volumenautomation habt und jetzt irgendwas hier runterschiebt, dann ist es vollkommen egal, weil die Automation wird das wieder hochschieben. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Wir klatschen mal alles runter. Ich hoffe, das geht jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Nee, geht anscheinend nicht, weil. Aber er hat jetzt die Kick mitgenommen. Ja, weil eigentlich wollte ich alles mitnehmen. Wir gucken noch mal eine Sache. Und zwar, wir gucken uns mal den Mixer hier an. Das wird natürlich ein bisschen nicht so geil, weil mein Bildschirm ist jetzt größer oder kleiner? Jetzt müssen wir mal gucken. Ne, der ist größer. Ja, manchmal sehe ich gar nicht mehr, ob ich auf 4K arbeite oder ob ich jetzt auf 1080 für euch arbeite, weil wenn man die ganze Zeit hier hin und her switcht. So, das ist hier alles, was wir haben. Ah, okay, hier haben wir eh schon Automation drin. Ja, gucken wir mal. Ja. Besser. So, schauen wir mal. Ja, ich glaube, damit können wir schon mal ganz gut arbeiten, weil jetzt haben wir zumindest in den Drums sind wir bei minus 9. Ja, und das ist jetzt, hört man natürlich nichts mehr. Ich mache euch mal auch ein bisschen lauter. Ja, aber jetzt klingt die Kick einfach besser,
weil sie da oben nicht übersteuert. Ja, wenn sie einfach zu viel hat, dann merkt man dieses Kriseln. Und jetzt? Ja, jetzt klingt's geil. Ja, jetzt habe ich das Feeling. So, auch hier mit den Claps, das müssen wir gleich auch nochmal gucken, aber das müsste eigentlich gehen. Ah, okay, der Swoosh hier. Ich überlege gerade, ob wir den hier reinnehmen. Ich glaube, das tun wir sogar. Dann müssen wir den aber auch runterziehen. Wir schauen mal. Ja, viel zu laut jetzt natürlich. Ja, das passt. Okay, und jetzt könnten wir bei den Drums den Shadow Hills mal reinbauen und gucken, wie der klingt. Ja, weil jetzt sind wir im Bereich, wo wir sagen können, okay, jetzt kann er richtig arbeiten. Schauen wir mal. Ah, jetzt merkt man richtig Dampf. Ja, mal weg. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ganz wichtig ist, ich mache es ja auch ganz oft, dass ich mir einfach sage, ey, scheiß drauf, ich hau einfach das Ganze hoch und arbeite damit, aber es ist natürlich echt problematisch, wenn ich dann anfange, diese ganzen Sachen wie Kompressoren, dann ist es nicht geil, weil ein Kompressor arbeitet halt nicht mehr, wenn das komplett übersteuert ist. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich hatte noch eine Idee für die 808. Und zwar haben wir noch unseren, ich hoffe, ich habe ihn nicht drauf, ich glaube nicht, oder? Nee. Wir gucken mal, also das nächste Element ist die 808, die wir jetzt versuchen hier reinzubauen. Das heißt praktisch Drums und 808, die wird natürlich auch viel zu laut sein. Ja. Was wir jetzt machen können ist, und zwar, ich würde gerne mal probieren, die 808 noch ein bisschen anzugeilen, wollte ich schon sagen, ein bisschen dicker zu machen, indem ich den Surfer EQ nehme und praktisch, der Surfer EQ ist ein EQ, der praktisch mitgeht, so könnte man sagen. Normalerweise würde man ja einen EQ hier hochsetzen und der bleibt hier, aber der geht mit den Noten mit. Ja, deswegen ist ganz wichtig, der arbeitet meist nur mit einer Note. Also wenn man irgendwie einen Akkord hat, dann funktioniert er nicht mehr so richtig. Aber ich zeige euch das mal. Ja, man merkt, der läuft immer so ein bisschen mit. Mal gucken wir mal. Ja, der wird jetzt gerade mächtig. Ja, wir dürfen ihn nicht zu mächtig machen. Hier würde ich auch gerne noch ein bisschen was drin haben. Ja, jetzt wird er aber zu fett, also jetzt zerrt er auch schon. Ich glaube, es ist okay. Ja, obwohl, hier oben merkt man schon ein bisschen, der zerrt ein kleines bisschen, weil er vielleicht, wir müssen mal gucken, ob er nicht zu laut ist da an der Stelle. Ja, ich glaube so. Ein bisschen weniger. Ja, das finde ich ganz geil. Wie gesagt, auch hier ist es wichtig später. Ich will es halt jetzt nicht machen, weil sonst wird mir wieder das Video sozusagen nicht gesperrt, aber auf jeden Fall geclaimed. Am besten ist gerade bei sowas natürlich euch immer die Referenzen reinladen. Hier oben irgendwie in der Audiospur und einfach mal so ein bisschen zu gucken, so wie wirkt der Bass, den ich gerne hätte. Und wie wirkt meiner dagegen? Das muss ich auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, jetzt habe ich im Moment keine Referenz. Und nur durchs iPad, aber durchs iPad hier die dicken Trap-Bässe hören, ist natürlich ein bisschen schwierig. Trotzdem werden wir mal ganz, ganz kurz uns das nochmal hier anhören. Der ist sehr verzerrt. Also man merkt es richtig. Ich glaube, unser kann noch ein kleines bisschen Devil Lock hier gebrauchen.
Ja. Ja, finde ich so ganz geil. Okay, dann kommen wir zu den nächsten Sachen. Jetzt müssen wir natürlich, wie gesagt, alles so ein bisschen angleichen und runtersetzen und können mal gucken, dass wir so Stück für Stück rangehen. Nehmen wir mal den Horn als nächstes. Das Horn. Ja. Ja. Wobei auch jetzt merke ich, dadurch, dass alles ein bisschen leiser ist und nicht mehr so zerrt, merke ich auf einmal, wie die Sounds jetzt richtig geil rauskommen. Also jetzt merke ich wirklich gerade das Horn hier. Geil, jetzt kommt das raus. Okay, dann hören wir mal weiter. Mache ich ein bisschen lauter. Ja. Ja, das klingt geil. Hier müssen wir mal gucken, ob das passt, ob wir den in, also ob wir den Ton lassen. Weil, weiß ich noch nicht genau. Das weiß ich noch nicht. Okay, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier diese Strophen. Was waren das hier? Diese kleinen Mini-Arpeggios oder was da war. Ja. Der, ah ne, den müssen wir gleich lassen auf dem. Ich glaube, es war ein E, oder? B, wir gucken mal. Ja. Wir lassen die einfach komplett auf E. Wir bauen da nichts, das müsste auch ein E sein, oder? Ja, wir lassen es alles auf E. Auch den hier. Ja. Weil sonst klingt es einfach nicht so geil. Es reibt sich so ein bisschen mit dem 808 und der 808 ist ja praktisch hier das führende Instrument. Mal sehen, ob wir, das haben wir auch noch nicht drin. Das müssen wir in der zweiten Strophe machen. Ich glaube fast, das war's auch schon. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Bombs hier runtersetzen, die auch alle viel zu laut sind, wie man hier sieht. So, alles runter. Jetzt gucken wir mal. Ja, aber jetzt hat Gewalt. Ah, viel zu laut. Ja, das gefällt mir. Ja, den höre ich irgendwie gar nicht, oder? Doch, 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 der ist da. Okay, die Bomb kann ein bisschen mehr. Die müssen wir auch eh noch mal ein bisschen verändern, sehe ich gerade. Ja, darf noch ein bisschen mehr. Ja. Okay, klingt schon mal ganz geil. Jetzt hier haben wir noch eine Sache, die noch läuft. Das war, glaube ich, der letzte, den wir gemacht haben. Wir lassen mal kurz die Vocals wieder raus und gucken mal, ob jetzt alles so passt. Ja, weil die haben wir zum Beispiel nicht runtergesetzt, sehe ich gerade. So, nochmal runtersetzen. Ja. Jetzt hat's Punch. Okay, ist ganz geil. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich bin mir bei dem Bass nicht sicher. Ich finde dieses Pumpen schon sehr geil. Also praktisch dieser Nexus-Bass hier. Ich werde nochmal kurz anspielen. Ja, ich finde ihn schon ziemlich geil. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der 808 nicht in die Quere kommt. Lassen wir beides laufen. Ja, weil man merkt so ein bisschen, wenn man beide hört, irgendwas ist da nicht richtig. Das heißt, wir müssen mal gucken. Also entweder duckt der sich zur 808. Das könnte man machen, wobei er die ganze Zeit duckt. Oder wir machen ihn ein bisschen schlanker.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Mir kommt es vor, als würde er ein bisschen gegen die 808 arbeiten. Wir machen hier mal ein paar Veränderungen. Und zwar holen wir uns den Process Audio. Gucken uns mal hier was rein. Was ist denn das? Eigentlich ist es ein Bass. Eigentlich ist es ein Bass, aber eigentlich auch ein Synthi. Wir gucken mal. Auch ziemlich geil, aber zu viel Tiefen. Ja, eher so in der Richtung. Ja? So müssen wir aufpassen, weil jetzt holt er uns wahrscheinlich hier die Tiefe wieder rein. Das bedeutet, die müssen wir jetzt schon wieder rausziehen. Und zwar wir nehmen dazu mal den Cambridge und machen mal hier Extrem Cut bei. Ja, guck mal. Ja, besser. Merkt ihr, Tiefe ist alles raus. Das ist geil. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen. Wir machen mal so ein bisschen, dass das uns nicht in die Quere kommt jetzt mit den anderen Instrumenten. Ja, das ist ein bisschen tricky. Umso mehr von diesen Instrumenten man laufen lässt in verschiedenen Arten, umso mehr hat man dann dieses Zwischenspiel, wo einfach alle Instrumente irgendwie gegeneinander laufen und man nicht mehr weiß, wo was ist. Und das ist ganz wichtig. Deswegen immer der Bass hier ist unser treibendes Ding. Ja, mit dem, ich guck mal gerade, mit der Kick. Na, hier wohl. Ja, das ist völlig in Ordnung. Jetzt gucken wir mal mit dem Bass. Also für mich persönlich müssen eigentlich alle Elemente miteinander, egal in welcher Konstellation, gut grooven. Wenn es nicht groovt, dann ist es etwas, was stoppt. Und wenn alles läuft, kann es nämlich genau das sein, wo man sagt, so irgendwie fehlt der Flow und das kann nämlich das sein. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bouncige hier richtig passt. Ich will mal noch eine Sache versuchen und zwar. Wir lassen das bouncig, aber wir packen uns den Sidechain rein, der trotzdem das Ganze nochmal audiotechnisch, also immer wenn die Kick kickt, duckt das Ganze runter. Lassen kurz mal die 808 raus. Mir habe ich nicht gefühlt, dass er so viel duckt. Ich muss gerade mal gucken. Der Transmitter ist eigentlich da. Ja, wahrscheinlich höre ich das einfach im Moment nicht. Aber trotzdem, wir schauen mal. So, jetzt mit der 808 nochmal. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze, wir gucken mal, was auch. Ich glaube, was der noch braucht, ist, wir müssen den in die Saiten pennen, weil der mir zu mittig ist. Also der ist mir zu, ich mag den, dieses, aber er ist mir zu aggressiv in your face mittig. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich hole mir hier wieder den Imager und image das Ganze in die Saiten rüber. Was man auch hier überlegen könnte mit dem Penman, wobei. Glaube ich, okay jetzt. Okay, dann kommt das nächste. Hier haben wir auch noch nichts gemacht. Müssen wir auch noch machen. Ja, diese Tropical House Sachen. Da habe ich ja schon mal gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. In dem Part könnte man es machen. Aber später haben wir dieses Dim, 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 Dim. Ich glaube, das wird nicht passen. Aber hier können wir schon mal erstmal hier ein bisschen schneiden. Ja, er klingt ganz geil. Ja, und jetzt können wir mal gucken, ob wir die auch noch mal ein bisschen entweder wir layern das Ganze, dass es einfach ein bisschen breiter klingt, weil im Moment ist es halt nur dümm.
finde ich jetzt nicht so geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, krasser Sound, sondern ich würde versuchen, das einfach noch ein paar Mal zu layern. Das heißt, wir machen mal hier auch noch mal eine Gruppe, einen Spurenstapel. Und hören uns ein paar Sounds an. Was ich gerne hätte, wäre irgendwas, was unten drunter läuft, was ein bisschen mehr Weite hat. Das heißt, dieser Sound kann von mir aus noch mal ein bisschen Hall bekommen. Ja, also praktisch der kriegt hier, sagen wir mal, Studio A, ganz locker. Ja, also so ein bisschen Raum. Ja, ist okay. Und jetzt brauche ich noch einen Sound, der allgemein ein bisschen mehr räumlicher ist. Aber ich glaube, wir nehmen da nicht den Nexus, weil ich will natürlich den Nexus so weit wie möglich promoten. Aber ich würde auch mal wieder gerne, weil ich ja extrem viele Sachen gekauft habe, auch mal wieder gerne den Serum nehmen. Und zwar nehmen wir uns mal hier was in Richtung. In Richtung. Also das ist ja so ein bisschen locker. Ich würde auch gerne diese Kawaii-Sounds nehmen, aber die sind meistens sehr abgefahren und passen nicht so richtig rein. Guck mal hier. Ja, zum Beispiel. Das ist mir jetzt zu Elektro. Ja. Auch nicht schlecht. Das ist geil. Und jetzt würde ich gern mal versuchen, mal sehen, ob das klappt, diesen Sound rückwärts spielen zu lassen. Vielleicht nicht die ganze Zeit, da müssen wir gleich mal gucken, aber wir nehmen mal hier unseren Portal und lassen das Ganze einfach mal, wir holen uns mal einen coolen Effekt. Ah, hier höre ich gar nichts mehr. Und jetzt machen wir mal Reverse. Ah, der Effekt ist es nicht. Das ist ganz geil. Ja, also auch hier ist wichtig, dass die Sounds nicht, das habe ich mal als sehr cooles Sinnbild bekommen, dass viele ihre Sounds bauen wie in einem Schaufenster. Das heißt, wenn ein neuer Sound reinkommt, dann ist der so weit vorne wie in einem Schaufenster, dass man sagt, guck dir meinen Sound an. Und in allen möglichen Top-Produktionen ist der Sound da. Aber er ist nicht so in your face. Also man hat maximal einen Sound, den man von Anfang an etabliert, irgendwie eine Gitarre oder sowas, wo man sagt, ey, das ist das Hauptthema dieses Songs, aber alles andere ist drumherum. Und wenn ich den jetzt zu laut mache, dann habe ich nämlich genau dieses Schaufenster-Ding und das will ich ja gar nicht. So, schauen wir mal. Wir kommen jetzt hier rein. Wir haben jetzt keine. Ich guck gerade mal. Ne, wir lassen es erstmal hier laufen. Wir gucken mal von hier. Das ist mir ein bisschen zu laut. Ja. Ja, geil. Und der Sound maskiert so ein bisschen diesen Sound, dass dieses Tropical-Zeug zwar noch drin ist, dieser Impact, aber nicht mehr so krass, weil der sofort reinkommt und das Ganze so ein bisschen so eine Kugel vermischt. Finde ich sehr, sehr geil. Was ich noch für eine Idee hatte, wir probieren einfach mal aus. Und zwar wollte ich hier noch einen Sound reinmachen. Wir nehmen mal nochmal nur das hier. Und zwar, ich wollte nochmal versuchen, diesen einen, mein sehr, sehr, den Portal machen wir aus, mein sehr, sehr liebgewonnenen Memory Sound vom Stranger Things zu nehmen. Ich finde ihn so geil. Und der passt in Memory. Ja. Also sehr geil. Merkt ihr das? Dieses Endstück von dem Portal hört sich richtig geil an. Wir machen mal kurz nur den. Also
Also, wie gesagt, kann man auch nehmen. Ich würde sagen, wir packen uns da ein bisschen Reverb drauf und den verschleiern wir auch ein bisschen hinten, dass es einfach alles ein bisschen mehr Gewichtung bekommt. Das heißt, wenn die neuen Vocals reinkommen, dann haben sie sofort so einen ziemlich geilen Background, der aber nicht zu stressig ist. Ja, jetzt können wir noch mal versuchen. Ich finde den Sound an sich ganz cool. Ich würde da auch gar nicht so viel machen. Der passt eigentlich ganz gut. Wir nehmen mal den Timeless 3 und schauen mal, ob wir noch ein Stückchen. Ja, geil. Weil jetzt ist er nicht sofort weg, sondern jetzt schwebt er so ein bisschen aus. Man sieht es hier an dieser Wellenform, an dieser Hüllkurve, dass er praktisch, er kommt rein, bleibt und geht wieder komplett runter. Und mit dem, hätte ich auch hier machen können, aber mit dem Timeless machen wir es ein bisschen weicher. Okay, gucken wir mal alle drei. Mit Drums würde ich sagen. Ja. Und jetzt mal nur mit Vocals. Ja, hier muss natürlich noch was kommen. Aber es gefällt mir. Man merkt, dass das groovt einfach. Ja, die Stimme groovt, das ganze groovt, nichts ist nervig. Jetzt probieren wir mal. Jetzt kommt mein Sorgenkind. Ich glaube tatsächlich, was mir hier fehlt bei dem Ding, und zwar, der ist mir zu weit vorne. Ich muss den noch ein bisschen mehr nach hinten schieben. Weil es ist schon cool, aber er ist zu direkt und dafür haben wir einfach zu viele Sounds und dieser Sound hat hier einfach keinen Platz im Moment. Wir gucken mal, ob wir den so hinkriegen, dass der nicht mehr stresst, aber da ist. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Wir lassen erst mal laufen. Jetzt holen wir uns alles noch mal rein. Also mit Gesang. Wir hören noch mal komplett von Anfang und gucken mal, wie das Ganze jetzt miteinander wirkt. Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich schweren Herzens, den brauchen wir nicht. Also, der gibt keinen Mehrwert. Es ist zwar ein cooler Sound, es ist ein cooler Bounce-Rhythmus, aber irgendwie, ich habe den ausgemacht und mir hat der nicht gefehlt. Also, es war eher cleaner, weil wir haben halt echt viel in dem Ding. Wir lassen es nochmal kurz laufen, ohne das und ohne Stimme, ob das Ganze miteinander gut funktioniert. Okay, hier ist natürlich alles wieder viel zu laut. Finde ich besser. Also gefällt mir auf jeden Fall jetzt besser ohne diesen Sound. Was mir noch nicht gefällt, aber das ist, wie gesagt, das muss ich mir noch mal ein bisschen Referenz anhören. Die Kick. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Sound ist. Ich werde die mal kurz kopieren hier. Und wir suchen uns mal.
noch eine andere Kick. Mir kommt es vor, als würde diese Kick einfach nicht genug. Ich weiß nicht, was es ist, aber sie hat nicht genug davon. Also, wir hören nochmal in unsere Referenz rein. Wobei, wie gesagt, hier durch das Ding Referenz hören ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich will nochmal gucken, wie die Kick hier kickt. Schwierig, 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 schwierig. Gucken wir mal. Eigentlich alleine klingt die schon geil. Also irgendwie. Also Power hat die Kick. Gucken wir nochmal mit dem 808 zusammen. Ich habe eher das Gefühl, dass die 808 noch ein bisschen zu schwach auf der Brust ist vielleicht. Ja, wobei ist die Frage, ob wir den nicht tatsächlich länger hier lassen. Ja, wir probieren es mal. Wie wäre das, wenn die erste 808 länger ist und nicht so kurz? Schauen wir mal, wie das klingt. Mit allem drum und dran, auch mit den Vocals natürlich. Ja, finde ich fast sogar ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Wir nehmen kurz mal, nehmen wir es mal anders. Und zwar, wir packen die mal hier runter und nehmen mal die hier rein und gucken mal, wie das klingt, wenn die nicht so knackig am Anfang ist. Ah, das klingt aber schon wieder nicht so geil. Oder sie müsste kürzer sein. Wir probieren mal ein paar Möglichkeiten aus. Vielleicht eher so. Ja, ich glaube, das könnte es mehr. Ich finde hier passt diese sehr lange 808 besser, weil hier einfach ein bisschen mehr ist. Aber hier ist fast gar nichts. Wir hören mal rein, wenn es hier reingeht wieder. Okay, hier ist natürlich alles viel zu laut. Müssen wir mal kurz runterballern. Okay. Ist erstmal in Ordnung hier. Wie gesagt, zumindest jetzt groovt es langsam. Also der Sound ist, finde ich, ganz gut. Da fehlt mir noch ein bisschen, ein kleines bisschen mehr der Punch, aber den kriegen wir noch hin. Hier finde ich auch alles okay. Also wie gesagt, Intro, das Ganze, was ich später noch machen will, ist in diesen Vocal Chops hier, bei diesen Lalalas, was Lalas? Ja. Da noch ein bisschen was Special-mäßig. Vielleicht mal ein Return oder sowas. Vielleicht mal irgendwie ein cooles Reverse oder so. Dann müssen wir uns hier sehr stark um den Rap-Part kümmern. Und dann wird es noch wichtiger, und zwar der Drop. Das Ding im Song. Das krasseste, was es im Song gibt. Der fette, fette Drop. Und da bin ich erstmal gerade komplett unglücklich, weil die Idee mit diesem Dim, 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 Dim war zwar am Anfang sehr cool, weil das, glaube ich, schon für sich alleine sehr gut stehen könnte, aber gar nicht in diesem Song. Das heißt, ich werde auch wieder hier ein paar Referenzen hören. Wir werden uns
beim nächsten Mal, entweder morgen oder am Donnerstag, werden wir uns sehr dem Drop widmen. Wir lassen kurz mal diesen Rap-Part raus, weil der ist nicht so wichtig, den können wir relativ schnell fixen, aber wir brauchen einfach eine krass geile Hook. Ja, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, dann auf jeden Fall abonniert diesen Channel bei entweder YouTube oder bei Twitch. Dann, wenn ihr Bock habt, Udemy. Und da kann ich euch sagen, der Song, den ich hier zeige, diesen Neo Soul Trap, den habe ich gestern abgegeben für die Disney Plus Produktion. Und es kann sein, wenn die höhere Macht es so will, dass die sagen, Alter, den Song nehmen wir. Und dann hättet ihr hier bei Udemy, wie ich diesen Song erstelle. Von der Peak auf. Ja, ich bin mega gespannt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob das für einen dieser Stars in Frage kommt. Wenn nicht, naja, dann ist es halt kein Disney Plus Song, sondern einfach nur ein Beat. Aber ansonsten, ja, ansonsten www.beatnerd.de. Ich freue mich auf morgen oder übermorgen. Bis dann.